Ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Silberne Edition. 3 von den Top 4 haben wir geschlagen. Weiter geht's in den nächsten Raum. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das Pokémon schon vorgenommen habe. Ah ja, Scarabon ist vorn. Und ja, auch Agathe ist nicht mehr Teil der Top 4. Es geht gegen Melanie. Und sie setzt keine Geist-Pokémon ein, sondern... Ja, okay, sie setzt auch Geist-Pokémon ein, aber auch Unlicht-Pokémon. Ich bin Melanie, Nummer 4 der Top 4. Du heißt Lauri? Sehr amüsant. Ich liebe Pokémon des Typs Unlicht. Ihr wilder, harter Ruf gefällt mir. Und sie sind wirklich stark. Glaubst du, du kannst es mit uns aufnehmen? Los, ich will mich amüsieren. Auf geht's! Bevor es jetzt losgeht, noch ein kleines... Ja, ein kleines Wort zu Agathe. Die war ja relativ alt schon in der ersten Generation. Ich will es ja nicht wünschen, aber es könnte natürlich sein, dass sie auch schon von uns gegangen ist. Vielleicht ist sie aber auch nur in Rente gegangen. Ja, auch in Ordnung. Und Melanie hat auf jeden Fall ihren Part übernommen, auch von den Pokémon-Typen her. Das heißt, letzten Endes fehlt uns der Eistyp in den Top 4 und der Drachentyp mit Siegfried. Ja, Siegfried war ja noch nicht zu sehen. Wer weiß, wer, ja, wo der ist. Und wer weiß, wer hier am Ende der Champ ist. Also in der ersten Generation war es Gary, beziehungsweise unser Rivale. Mal schauen, ob Gary auch hier noch der Champ ist. Auf jeden Fall schickt Melanie hier ihr Nachtara in den Kampf gegen unser Scarabon. Und wir beginnen mit der Kopfnuss. Nachtara im Übrigen, sehr nerviges Pokémon, hohe Verteidigung. Ja. Hohe Spezialverteidigung und besitzt sehr, sehr nervige Attacken. Ah, ich hab doch Blitzer. Na klar. Ich hab doch Blitzer. Na gut, machen wir so erstmal weiter. Bis hier dann vielleicht nochmal Sandwirbel kommt oder irgendwas anderes Sinnloses. Nachtara ist erstmal zurückgewichen, das ist wichtig. Boah, Scarabon, Mensch. Ja, Nachtara beherrscht im Übrigen Sandwirbel und Finte, wie ihr schon gesehen habt. Dazu kommt meines Erachtens nach noch Konfustrahl. So viel zu dem Thema. Das heißt, spätestens jetzt wechsle ich aus. Und was Nachtara auch noch beherrscht, ist Anziehung. Aber diese Attacke bringt natürlich nichts, wenn der Gegenüber dasselbe Geschlecht hat. Gibt keine homosexuellen Pokémon. Nur mal so am Rande erwähnt. So reicht die Doppelkick-Attacke. Das wäre natürlich klasse jetzt. Oh, die reicht nicht aus. Doch, es reicht aus. Nachtara besiegt. Damit haben wir den Kampf eigentlich fast schon gewonnen. Oh, jawohl. Das tut natürlich gut. Und weiter geht's mit Giflor. Ah, ich habe den Luftstoß nicht wieder aufgefüllt. Oh nein. Brauche ich den hier? Oh, ich glaub's fast nicht. Ich glaub's fast nicht. Ja, Giflor, ganz klare Sache für unser Tornopto. Feuerschlag. Und dann ist hier aber wahrscheinlich noch nicht Feierabend. Ja, und jetzt gibt es bestimmt eine Wolke Stachelspore. Ah, oh, es hat keine Wirkung, jawohl. Also das Glück ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Und damit auch Giflor ausgeschalten. 2 von 5 Pokémon geschafft. Weiter geht's mit Gengar. Eigentlich wäre Onix mit der Bodenattacke die richtige Wahl. Gengar ist aber relativ schnell. Ah, komm, ich mach's trotzdem. Ich mach's trotzdem. Wird schon schief gehen. Mal gucken, was da von Gengar kommt hier. Fluch, ich hab's geahnt. Fluch kommt. Und damit haben wir natürlich leichtes Spiel, jetzt das Gengar zu besiegen. Nämlich mit der Erdbebenattacke. Das sollte auch mehr als ausreichen. Genau so ist es. Gengar besiegt. Onix erreicht Level 41. Und damit sind bloß noch 2 Pokémon übrig. Bei Melanie.
Zum einen ist das Hundemon, das verstehe ich jetzt nicht ganz, warum zuerst Hundemon kommt. Aber ich wechsle trotzdem das Pokémon. Sidraking muss das für uns erledigen. Auf geht's, Sidraking. Walte deines Amtes. Boah, zum Glück. Zum Glück habe ich es entwickelt. Simon hätte ordentlich Schaden genommen. Sidraking hält den Knirscher doch relativ gut aus. Ah, reicht nicht ganz die Surferattacke. Schade. Top-Trank gibt's. Mal gucken, vielleicht macht Sidraking einen Volltreffer. Wobei jetzt der Knirscher auch schon relativ nah an der Hälfte gekratzt hat. Da kann es unter Umständen passieren, dass das hier reicht, ein weiterer Knirscher. Und dann ist unser Sidraking K.O. Das wäre natürlich ärgerlich. Bisschen Pech mit den Volltreffern hatte ich ja bis jetzt. Aber diesmal ist das Glück auf unserer Seite. Hundemon wird besiegt. Damit auch Melanies stärkstes Pokémon ausgeschalten. Hat nur noch ein Kramurks in der Hinterhand. Und dafür haben wir ein Pokémon draußen. Dafür haben wir unser Blitzer draußen. Los geht's, mein liebes Blitzer. Donnerblitzattacke und dann sollte ihr Feierabend sein. Jawohl. Damit auch Top 4 Melanie besiegt und jetzt wartet nur noch der Champion auf uns. Nun, du bist gut, das gefällt mir an einem Trainer. Starke Pokémon, schwache Pokémon, das ist nur eine subjektive Einschätzung anderer Menschen. Wirklich begabte Trainer gewinnen mit ihren Lieblings-Pokémon. Ich mag deinen Stil, du weißt, was wichtig ist. Schreite voran, der Champ wartet. Bevor wir voranschreiten, natürlich, Hypertrank für Sidraking. Boah, Trank wäre eigentlich wertvoller bei Blitzer und Scarabon, aber ja, wir sind ja bei den Top 4. Da wird nicht gegeizt. Da wird keineswegs gegeizt. Deswegen erstmal ein Äther verteilen für Lugia und Luftstoß. Weiß nie, ob ich die Attacke jetzt doch nochmal brauche. Rein von der Effektivität her nicht zwingend notwendig, aber wie gesagt, man weiß nie. So. Für den Champ nehmen wir auf jeden Fall Blitzer vor. Ich weiß, was hier als erstes kommt. Und ich weiß auch, wer der Champ ist. Gehen wir hier durch die Tür. Und wer erwartet uns hier? Es ist natürlich Siegfried. Ich habe dich erwartet, Lauri. Ich wusste, dass du mir aufgrund deiner Fähigkeiten eines Tages gegenüberstehen würdest. Worte sind hier fehl am Platz. Ein Kampf wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ich, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga. Ich, Siegfried, der Drachenmeister, nehme deine Herausforderung an. Champ Siegfried möchte kämpfen, der Drachenmeister, ja. Den 8. Orden mussten wir schon gegen Drachen-Pokémon erobern. Das wird jetzt natürlich nicht unbedingt eine einfachere Aufgabe. Und Siegfried schickt als erstes Gyarados in den Kampf. Deswegen im Übrigen die Entscheidung pro Blitzer als Starter. Donnerblitz, ja, zweimal effektiv gleich. Einmal gegen den Wassertyp und nochmal gegen den Flugtyp. Und dadurch hat Gyarados natürlich keine Chance. 1:0 für uns an dieser Stelle. Und Blitzer versucht Donnerwelle zu erlernen. Die steht tatsächlich im Attackenpool drin. Welche Attacke soll vergessen werden? Ja, Doppelkick können wir vergessen. Also die Attacke ist doch relativ sinnlos. Haben wir vorhin bei Nachtara schon gesehen. Und Blitzer erlernt Donnerwelle. Weiter geht's mit Dragoran. Ja, das ist eine ganz klare Angelegenheit für Sidraking.
Jetzt weiß ich nicht, inwiefern Sidraking schneller ist als Dragoran. Wenn es schneller ist, dann könnte das eventuell schon reichen. Jawohl. Schauen wir mal. Auch der Eisstrahl zweimal effektiv. Einmal gegen den Drachentyp, einmal gegen den Flugtyp. Allerdings kein Step. Reicht nicht ganz. Schade. Und wir bekommen eine Donnerwelle ab. Wir bekommen eine Donnerwelle ab. Und einen Hyperstrahl. Oh, das ist schlecht. Aber Sidraking übersteht das. Und es gibt erstmal einen schönen Eisstrahl hinterher. Es wird natürlich wahrscheinlich gleich das nächste Dragoran kommen. Da muss ich jetzt natürlich überlegen, wie handle ich das am besten. Ja, da kommt direkt das nächste Dragoran. Ich schick Onix rein. Na klar, ich kann doch Onix schicken. Und verpasst meinem Sidraking jetzt erstmal eine schöne Top-Genesung. Dragoran wird natürlich jetzt keine Donnerwelle einsetzen. Ah, aber es beherrscht Blizzard. Wo ist denn das die Möglichkeit? Das plättet natürlich unser Onix jetzt hier an der Stelle, ist klar. 2:1. Siegfried kann hier verkürzen. Aber wir schicken unser genesenes Sidraking wieder in den Kampf. Agieren mit der Eisstrahlattacke. Sind ein Level aufgestiegen. Könnte also jetzt mit ein bisschen Glück reichen. Und es reicht. Da war sogar ein Volltreffer mit dabei. Aber egal. Es hat gereicht. Weiter geht's mit dem dritten Dragoran. Und weil ich weiß, dass das eine Drachenattacke beherrscht, schicke ich jetzt hier erstmal meinen Blitzer vor. Um das Dragoran zu paralysieren. Also die Donnerwelle hat sich definitiv schon mal gelohnt. Oh, der Überstrahl, der könnte schmerzhaft sein. Das könnte das Aus für Blitzer bedeuten. Nein! Blitzer bleibt hier stehen. Wunderbar, 9 KP. Das ist natürlich klasse. Dragoran muss sich dabei wieder erholen. Und wir können jetzt mit dem Eisstrahl agieren. Schauen, ob es dann jetzt hier gleich die nächste Donnerwelle gibt oder den nächsten Hyperstrahl. Wutanfall. Der ist sehr effektiv, weil es eine Drachenattacke ist. Und Drachenattacken gegen Drachen-Pokémon sehr effektiv sind. Und das reicht sogar, um Sidraking auszuschalten. Boah. Jetzt wird's langsam knackig. Los, Lugia. Du musst ein bisschen Boden gut machen für uns. Jawohl. Das sollte reichen, um Dragoran auszuschalten hier. Und es reicht. Boah. Siegfried hat noch 2 Pokémon. Wir haben noch 4 Pokémon. Wobei unser Blitzer stark angeschlagen ist. Jetzt kommt Aerodactyl. Da haben wir ja einige Pokémon, die absolut nicht geeignet sind dafür. Ich schicke erstmal meinen Blitzer. Bin mir aber relativ sicher, dass Aerodactyl wahrscheinlich schneller ist. Oder? Nein, Blitzer kann hier nochmal Schaden erzeugen. Das tut natürlich gut. Und es reicht aus. Das reicht verdammt nochmal aus. Aerodactyl ist ebenso besiegt. Siegfried hat nur noch ein Pokémon und das ist Glurak. Und da können wir Blitzer gleich im Spiel lassen. Hier wird sicherlich die Donnerblitzattacke nicht reichen. Egal, wir greifen trotzdem direkt an. Dann muss irgendein anderes Pokémon dann hier den Schlussstrich ziehen. Glurak mit dem Flammenwurf, ja. Ist natürlich ärgerlich. Aber nützt nichts. Wir haben draußen noch Turnupto. Auch das beherrscht ja eine Elektroattacke. Habe ich ihm beigebracht. Die Donnerschlagattacke. Und das sollte den Sieg jetzt besiegeln. Das reicht aus. Wir besiegen Glurak. Wir besiegen
den Champ Siegfried. Turnopto erreicht Level 42. Und damit haben wir es geschafft. Wir haben die Top 4 besiegt. Das ist ein seltsames Gefühl. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Ich bin glücklich. Glücklich, dass ich den Aufstieg eines neuen Champs miterleben durfte. Und wir bekommen noch ein wenig Geld für unseren Sieg. Wow! Du bist sehr stark geworden, Lauri. Deine Pokémon haben deine starke und aufrechte Persönlichkeit akzeptiert. Auch du wirst zusammen mit deinen Pokémon stärker werden. Ja. Und da kommen auch schon die ersten, die hier Interviews wollen. Margit unter anderem. Und natürlich Professor Eich ist mit am Start. Die Pokémon Liga ist ja nicht weit entfernt von seinem Heimatort, von Alabastia. Ah, Lauri, es ist schon lange her. Du siehst erwachsener aus. Dein Sieg in der Liga ist einfach fantastisch. Deine Hingabe, das Vertrauen und die Liebe zu deinen Pokémon haben dir dies ermöglicht. Auch deine Pokémon waren super. Ihr Glaube an dich hat sie all das durchstehen lassen. Glückwunsch, Lauri. Ja, ein Interview. Nein, haben wir jetzt keine Zeit. Auch Siegfried hat da jetzt keine Lust drauf. Das wird mir alles ein wenig zu laut. Lauri, kommst du mit mir? Ja, Margit ist nicht so begeistert davon, dass sie hier kein Interview bekommt. Aber ja, würde mal sagen, Pech gehabt. Ich war schon lange nicht mehr hier. Hier werden die Liga-Champs für alle Ewigkeit gewürdigt. Ihre mutigen Pokémon sind auch aufgeführt. Hier und heute werden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Champs. Eines Trainers, der Leidenschaft für und Vertrauen in seine Pokémon hat. Ein Trainer, dessen Erfolg auf Ausdauer und Entschlossenheit basiert. Der neue Liga-Champ, der alle Zeichen von Größe in sich vereint. Lauri, darf ich dich und deine Partner als Champs eintragen? Und damit werden wir und unsere Pokémon aufgenommen in der Ruhmeshalle. Und das Johto-Abenteuer ist vorbei. Ja, so schnell geht's. Da ist das Johto-Abenteuer auch schon beendet. Wir haben alle 8 Orden der Johto-Liga und die Top 4 besiegt. Aber das ist noch nicht das Ende des Spiels. Nein, keineswegs. Wir haben gerade mal die Hälfte geschafft. Jetzt als nächstes geht es nach Kanto. Wir müssen einen Weg finden, um auch die anderen Stellen von Kanto bereisen zu können. Denn ihr habt ja gesehen, jetzt hier bei der Liga hat nicht wirklich einen Weg in Richtung Kanto geführt. Deswegen müssen wir uns da was anderes suchen und wir werden etwas anderes finden. Dann gibt es dort nochmal 8 Orden zu holen. Und dann gibt es noch einen großen finalen Kampf zum Schluss. Ja, dann hätten wir jetzt hier nochmal Abspann. Ich lasse euch das laufen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mal schauen, vielleicht mache ich nochmal die Top 4. Vielleicht mache ich es. Ja, ihr könnt es onscreen machen, könnt es offscreen machen. Schauen wir mal, wie ich das regle. Will auf jeden Fall meine Pokémon noch ein paar Level höher bringen. Ich denke, so Level 45 wäre nicht so verkehrt. Aber ja, lasst euch einfach überraschen, wie es dann beim nächsten Mal aussieht. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, es hat euch vor allem die erste Hälfte dieses Let's Plays gefallen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es dann entweder nochmal gegen die Top 4 geht oder das Kanto-Abenteuer beginnt. Also bis dahin, macht's gut. Thank you.